schönen, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier bei uns. Herzlich willkommen hier bei uns in der Anstalt. Wir müssen uns heute ein bisschen ranhalten. Es ist ja, wir müssen wahnsinnig viel behandeln, was in der letzten Zeit, also man geht's Ihnen auch so, man kommt gar nicht mehr nach, oder? Dieser Rausch an Erfolgsmeldungen, das ist, wir haben so viel Glück, da musst du dich hier schon einliefern lassen. Ständig alles klar. Letzte Nacht, diese tolle Meldung, der super Koalitionskompromiss beim Mindestlohn. Sie haben doch tatsächlich beschlossen, dass also Teile der Bevölkerung auch künftig von ihrer Arbeit leben können. Also gut, nicht alle, weil das hat Roland Koch, der Todesscheitel aus Eschborn, im Vorfeld ja klar gemacht. Also es darf nicht sein, dass der Staat bestimmt, was der gerechte Preis für Arbeit ist. Ist ja klar. Das sind so Nasen wie Roland Koch, interessiert nie, was der Staat einem geben könnte, sondern nur, was man nehmen kann. Und dann die super Reform. Die Reform bei der Pflegeversicherung, wie alle Reformen, ne? Es wird alles ein bisschen teurer, die Beiträge steigen, aber dafür werden die Leistungen für Demenzkranke verbessert. Ja, das heißt, wenn man schnell genug vergisst, was sich diese Regierung an Unverschämtheiten rausnimmt, dann gibt es auch mehr Geld. Na, das ist unglaublich, aber sonst, echt. Aber sonst, hör mal, alles super, oder? Die Große Koalition ist sich völlig einig, dass sie sich gegenseitig nicht mehr ausstehen kann. Mein lieber Freund, da werden wir aufpassen müssen, dass der Spreebogen nicht irgendwann zum Gazastreifen wird. Da hat die große Splitterpartei SPD hat schon ganz offen mit Koalitionsbruch gedroht. Oh, da hat Volker Kauder, der Fraktionschef der CDU, also vom Schwarzen Block, ne, der hat nur müde gelächelt, mit den Umfragewerten gewedelt und seine Chefin ist Angela. Nein, zu der will ich heute Abend eigentlich nichts sagen, weil was die in der letzten Zeit an abgehobenen Selbstinszenierungen, das spricht für sich. Außerdem müssen wir uns jetzt dem Thema widmen, das alles in der letzten Zeit in den Schatten gestellt hat, auch außenpolitisch. Die herzzerreißende Mitfühlnachricht, Knut ist durch einen genetischen Defekt der Natur so gewachsen, dass er seit einigen Tagen alleine schlafen muss. Nicht Knut, wir müssen nicht über Knut reden, wir müssen über was ganz anderes reden. Nicht Knut. Knut ist für mich überhaupt kein Thema. Knut soll für mich auch kein Thema sein. Das ist doch, wir müssen über was anderes reden. Wir müssen über Heiligendamm reden. Oh, na, bitte. Ja, hören Sie, Scheinheiligendamm ist ein Fall für unsere Anstalt. Nein, ist es nicht. Ich habe Sie schon seit Tagen gebeten, diese Plattitüden-Orgie von der Ostsee nicht mehr zu erwähnen. Hören Sie zu, Herr Priol. Dank des größten Polizeieinsatzes in der Geschichte unserer Republik hat es diese Kanzlerin Nein, geschafft. Bitte nicht. Angela Merkel. Nein, ich hatte sie angefleht, mich mit dieser wandelnden Knopfleiste etwas zu verschonen. Bitte, ich habe genug gesehen, die letzte Zeit. Ich will nichts mehr sehen und hören davon. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. So kenne ich Sie ja gar nicht. Mein Gott, was ist denn mit Ihnen los? Soll ich Sie ein bisschen aufheitern? Warten Sie, ich erzähle Ihnen was Lustiges. Präsident Bush, dem haben sie in Albanien die Armbanduhr geklaut. Und Oskar Lafontaine droht mit Generalstreik. Ja, guter Witz. Ja. Und die Teletubbies sollen schwul sein, sagen die Polen. Wie wär's damit? Also, nein, bevor Sie mir jetzt auch noch mit Paris Hilton ankommen, in Ordnung. Reden wir über Heiligendamm. Nein, das war nur so eine Idee von mir. Wissen Sie, ich wollte Sie nur ein bisschen aus der Reserve locken. Stellt sich hin. Und verkauft ein Nichts. Also meine Tochter ist 12 und geht in die 7. Klasse. Hätte die das Abschlussprotokoll von Heiligendamm so als Projektarbeit eingereicht, der Thema verfehlt, Sätzen 6. Ja, aber es heißt. Ne? Es heißt aber überall, Frau Merkel hat sich nach Kräften bemüht. Ja, ja. Wenn sowas in Ihrem Arbeitszeugnis steht, gelten Sie bei jeder Jobagentur als schwer vermittelbar. Das ist richtig, ja. Da können wir ja letztlich froh sein, dass Sie keine verantwortungsvolle Tätigkeit ausüben. Ja, aber diese. Aber man muss auch. Man muss diese,
Aber diese Nicht-Tätigkeit macht sie sehr gut. Also was die, für 3 Tage hat sie Afrika gerettet. Sie hat einen neuen kalten Krieg verhindert. Sie hat, das wissen viele noch gar nicht, sie hat damals Rom erbaut. Ja, genau, ja. Und seit Heiligendamm ist das Wetter auch in Ordnung soweit. Ja, das stimmt, ja. Und es wird noch viel besser. Der Klimaschutz, ich habe das Schlusskommuniqué, gerade aktuell, ich habe mich schon bis 2012 wollen Sie dank G8 versuchen, ernsthaft in Erwägung zu ziehen, eine Basis für eine Gesprächsebene zu schaffen, die es ermöglichen soll, eine Beabsichtigung zur Bereiterklärung verbindlich vorzubereiten, bei den Treibhausgasen bis 2050 etwas bewegen zu wollen. Wenn alle Gipfelteilnehmer dann noch am Leben sind. Sagen Sie, das. Das ist eine Gewaltleistung. Und ja. Alles verbindlich. Alles? Alles ganz verbindlich. Ja. Das hat diese. Herr Prior. Übrigens, seit den Gipfeln ist nach neuesten Umfragen 120% der Bevölkerung davon überzeugt, dass Frau Merkel einen guten Job macht. 120%? Ja, sogar über 120%. Oh. PISA zeigt Wirkung. Was ist denn jetzt los? Ich muss mich jetzt ein bisschen ausruhen. Was? Sie müssen sich jetzt nicht ausruhen. Doch. Sie haben doch gleich Ihr großes Solo. Herr Priol, Sie müssen die Stationsleitung machen. Der Pharmareferent kann jeden Moment hier reinschneien. Der Wirtschaftssachverständige der Regierung, bei dem reichen die Beta-Blocker nicht mehr aus. Ja, beim Papst auch nicht. Ja, der hat aber. Das mag ja sein, aber der ist nicht bei uns auf der Station. Ja, ich war. Ich weiß. Wissen Sie, was ich jetzt mache? Ich versuche jetzt die neue Kaffeemaschine in Gang zu bringen. Und wenn ich das schaffe, dann mache ich Ihnen mal einen anständigen Espresso. Ja, ja, einen doppelten bitte. Ja, dreifachen von mir aus. Der Automat steht oben. Ach so, ja, dürfte ich vielleicht? Ja, klar, bitte, machen Sie. Gehen Sie rein, drehen Sie ruhig ein paar Runden. Also ich muss Ihnen sagen, ich mache mir jetzt doch ernsthaft Sorgen. Sie sind ja völlig verändert. Das ist ja komisch. Ist er weg? Ich meine, er hat ja recht. Natürlich kommen wir an dem Thema nicht vorbei. Unser großer Erfolg von G8 war ja super, oder? Letztes Jahr das Sommermärchen der Fußballer und in diesem Jahr das Sommermärchen vom Angela. Und wie sie sich bei ihren Fanmeilen gekümmert hat um die Demonstranten. Es war so warm, hat sie ein paar Wasserwerfer organisiert. Die Tornados haben ein paar schöne Fotos gemacht von den Camps, so wie früher, die Luftbildaufnahmen von den Einfamilienhäusern. Ne, weil sie wollte es alles, weil sie hat ja im Vorfeld die Botschaft klar ausgegeben. Wir wollen der Globalisierung ein menschliches Gesicht geben. Ja, das war dann die Botschaft, ne? Das ging klar aus. Das war wunderbar, ehrlich, ein Aufwand. Ein Aufwand, 16.000 Polizisten mussten 8 Strandkorbfurzer bewachen. Wahrscheinlich, weil sie so beliebt sind. Nein, halt, habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Es war ja andersrum. Das hat ja Rudolf Pofalla. Das Generalsekret der Union, der hat es ja klargestellt. Er hat gesagt, die Polizisten schützen in erster Linie die Demonstranten und nicht die Staatsgäste. Ach ja klar, das hat man wahrscheinlich auch dann den Zaun um Heiligendamm gezogen, um die Bevölkerung vor den Teilnehmern zu schützen. Ne? Du kannst. Nein, es ist, aber man muss die paar Razzien im Vorfeld, es ist halt auch, man ist halt heute schnell verdächtig. Habe ich selber die doch gemerkt, dann nach diesen Dopingskandalen mit den Radprofis. Ich war ein Biergatte, ne, hab mir nur ein Radler bestellt, zack, stehen 6 Zielfahnder von der Dopingkommission an meinem Tisch. Obwohl das Ding da. Hab, ich meine, nachdem. Gut, jetzt ist ja, steht ja wieder bald an, die größte Apothekenrundfahrt der Welt. Und da muss ich sagen, da hat mich eins, dass die Hauptbelasteten, also das Team Telekom, sie haben gesagt, sie fahren mit bei der Tour de France. Weil sie haben, wir haben noch so viele Ampullen. Und das eine, was mich überrascht hat, dass das Ganze aufgeflogen ist, weil die haben ja ganz geschickt, der Schachzug vom Bund Deutscher Radfahrer, um unverdächtig zu bleiben, haben sie vor 2 Jahren extra Rudolf Scharping zu ihrem Präsidenten gewählt. Weil wenn einer völlig für zu schnelles Ding unverdächtigt, dann.
Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gedopt. Hab ich gesagt, schade, vielleicht hätte es was genützt. Na, aber egal, wir wollen nicht. Nein, wir wollen nicht wieder in die Niederung. Nein. Wir wollen uns noch ein bisschen berauschen am großen Erfolg von G8. Und was mich da gewundert hat, dass ausgerechnet Edmund Stoiber da so plötzlich mit massiver Kritik ist. Ja, das war, dass G8 zum Scheitern verurteilt ist. Das sieht man schon am bayerischen Schulsystem, dass die G8 Gymnasial, das ist ganz klar, die Reform, das Gymnasialreform G8, das war ein Griff ins Klo. Aber über allem strahlt unsere charmante Ratspräsidentin, die Frau zwischen den Gipfeln. Jetzt steht ja schon wieder der nächste an, ne, der EU-Gipfel in Brüssel. Und da droht die von ihr gestutzte Verfassung zu scheitern, weil diese polnischen Zwillinge Randale machen. Ne? Lollek und Bollek laufen aus dem laufen aus dem Ruder. Und da hat sie erstaunlicherweise vom Neuling in der EU Beistand bekommen von Nicolas Sarkozy. Frankreich und der Bonsai Berlusconi haben gesagt, stehen voll hinter ihrer Politik. Und wie voll, das konnte man am Rande von G8 schön beobachten. Okay, du à la longueur du dialogue que j'ai à avoir avec Monsieur Poutine. Santé. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Chardonnay. Y a-t-il des questions? Ici? Oui, oui. Bah. Ja, merci, ça suffit. Ne, nein, es ist aber auch bei uns. Es ist auch bei uns. Aber auch bei uns, alle waren berauscht. Die Presse, der Boulevard stand voll hinter unserer Kanzlerin. Die Schlagzeile, unglaublich. Erst war sie Miss Germany, dann Miss Europe, dann Miss World. Und wenn jetzt nach der ersten Bilanz die Jubelschwaden und Worthülsen mal ein bisschen verraucht sind, dann winkt schon der nächste Titel, Miss Erfolg. Na, aber aber wem sage ich das? Für wen? Bläst einer Triebsal oder pennt, dann hilft der Pharma-Referent. Guten Abend, der Pirol, alles fit im Schritt. Wie sieht es aus? Freue mich, mal wieder bei Ihnen zu sein. Sie machen keinen guten Eindruck. Sie wirken abgekämpft, Herr Pirol, Sie wirken abgekämpft. Ich habe es extra für mich so aufgeblieben, ich danke Ihnen. Aber Ihr Haus ist auch was Besonderes, steht bei uns ganz oben auf der Liste. Nicht der Pharma-Referent weiß, was er in Ihnen hat, gerade bei neuen Präparaten. Sie wissen ja, Döschen auf, Pille rein. Lasst uns froh und munter sein. Ja, das könnte ich im Moment ganz gut gebrauchen. Ja, habe ich doch für Sie dabei. So? Habe ich doch dabei. Aber natürlich, für Leitungspersonen haben wir doch keine Tablette. Für Sie habe ich was Besonderes, Herr Pirol. Was halten Sie von einer Woche Fortbildung, 5-Sterne-Hotel mit allem Pipapo? Und jetzt raten Sie mal, wo. Ja, also letztes Mal war die Whisky-Rallye in Schottland, aber bei einer Kick-Off-Veranstaltung von dem Leberentlaster. So. Und diesmal, wo geht es? Diesmal große Welt. Schnuppergolfen für Chefärzte, Kempinski, Heideldamm. Heiligendamm. Nein, bitte, jetzt fängt der noch damit an. Ja, das ist doch ein Knüller. Was haben Sie gegen Heiligendamm? Dann haben wir noch das Begleitprogramm am Abend mit Damen. Sie wissen doch, es ist nicht alles Trübsal, was bläst nicht. Knick-knack, alter Junge, knick-knack, nicht wahr? Das ist doch ein Klopper, nicht wahr? Das Reizklima wird ihm gut tun, so wie er rumläuft, nicht wahr? Knöpfchen drücken, Herr Pirol, Knöpfchen drücken. Ja, der ist ja komplett fertig. Nee. Ja, Freunde, für euch hat der Onkel Pharma-Referent auch was dabei. Nämlich einen guten Ratschlag, kauft Pharma-Aktien. Nicht. Lasst euch von Leuten nichts erzählen, dass es nicht läuft. G8 war ein großer Erfolg. Jeder, der euch was anderes erzählt hat, keine Ahnung, wovon er spricht. Nee. Zum Beispiel, wenn in der Zeitung gestanden hat, Steinbrücks Vorstoß ist gescheitert. Was heißt das konkret? Hedgefonds können in Ruhe weiterarbeiten. Freut sich der DAX, freut sich ihre private Altersvorsorge. Hatte aber, muss man dazu sagen, die Union als unter der Hand uns auch ein bisschen versprochen, dass die Merkel da nichts groß machen wird von wegen Hedgefonds. Nee. Und Afrika übrigens auch genau dasselbe. Afrika war ein Knaller. Hätte besser überhaupt nicht laufen können auf G8. Wissen Sie, was eine Win-Win-Situation ist? Afrika. Afrika ist Win-Win. Wir geben denen ein ordentliches Entwicklungsgeld. Davon können die sich zum Beispiel unsere Medikamente kaufen. Das ist eine Win-Win-Situation. Das ist wichtig. Die kriegen von uns auch einen tüchtigen Rabatt. Hauptsache drehen sich die Pillen nicht selber. Technisch überhaupt kein Problem.
Und bei G8 haben wir das Patentrecht international so verschärft, dass wir die Medikamentenpreise weltweit im Griff haben. Und das ist Win-Win. Die haben anständige Medikamente, der DAX geht hoch, ihr habt was davon. Und vom Rest von der Entwicklungshilfe, da wird der Hunger bekämpft. Konkret, wie machen wir das? Unsere Fleischberge, die bei uns in den Häusern vergammeln, in den Kühlhäusern, kriegt der Afrikaner. Ist wieder Win-Win. 90% unserer Antibiotikaproduktion gehen doch in die Massentierhaltung. Was heißt das konkret? Unsere Agrarindustrie kriegt den afrikanischen Markt in Griff. Durch die hochsubventionierte Überproduktion halten wir das Ganze hoch. Wir können auch weiter Antibiotika verkaufen. Und der Neger hat billig Fleisch. Der Hunger ist bekämpft. Der DAX geht hoch. Das ist Win-Win. Verstehst du? Bei Pharmawerten seid ihr immer auf der richtigen Seite. Das müsst ihr euch mal klar machen. Das ist von entscheidender Bedeutung. Jetzt mal konkretes Beispiel. Habt ihr in der Zeitung gelesen, dass in Deutschland die meisten Fettsäcke Europas leben? Ja, Sie lachen. Das war zum Beispiel ein Fake vom Verband Forschender Pharmaunternehmen Deutschlands. Nee, das hat eine Stange Geld gekostet, diese Meldung so groß in Umlauf zu bringen. Nee, aber es kommt ja wieder rein, das Geld. Es ist ja überhaupt kein Problem. Wir haben seitdem bei Schlankmachern einen Umsatzplus von 20%. Diabetes geht sowieso ab wie eine Rakete. Der DAX geht durch die Wolkendecke. Das ist, und das alles ohne innovative Medikamente. Wir haben in den letzten Jahren 400 Präparate auf den Markt gebracht. Davon hatten 7 einen neuen Wirkstoff. Der Rest war Pipifax. Verstehst du? Ja, und das ist doch der Witz. Hä? Mit dem Kram, mit dem Pipifax machen wir Umsatz, dass es knallt. Da kann doch gar nichts mehr sein. Ihr seid mit Pharmawerten immer auf der Butterseite. Das ist strategisches Denken. Wir kaufen seit Jahren für zig Millionen bei den Apothekern die Rezepte von den Ärzten. Wir haben alle Informationen, die keine Krankenkasse hat. Ich weiß von jedem Arzt in meinem Bezirk, was der für Verschreibungsgewohnheiten hat. Ich kann den Mann gezielt korrigieren. Ich kann den Mann auf Vordermann bringen. Und wer auf Vordermann ist, der darf auch nach Heiligendamm. Kauft Pharma, Leute, kauft Pharma. Döschen auf, Pille rein. Die Merkel lässt uns munter sein. Namen zusammen. Ja. Namen zusammen. Tschüss miteinander. Wo bleibt denn jetzt der... Herrgott, der sollte doch schon längst da sein. Wo bleibt denn jetzt der Wirtschaftssachverständige mit seinem Globalisierungsreferat? Der müsste doch schon längst... Bin ich hier richtig, Herr? Bin ich hier richtig? Ja. Sie sind hier völlig richtig. Ja. Ah, ja, ja, danke. Hallo? Guten Abend, entschuldigen, es tut mir... Aber... Hier in der Anstalt im Ostflügel ist heute Nacht eingebrochen worden und ich bin fälschlicherweise mit eingepackt worden. Und ich habe mich gerade aus dem Teppich gerollt und hierher geschafft. Also, ich hoffe, dass mein, das ist ja schnell passiert, mein GSG-8-Zipfel in seinem Unterschlupf bleibt. Also, ja, liebe Studenten, egal, wie ich aussehe, ich habe hier einen Auftrag zu erfüllen. Ich habe gestern Abend vor dem Einbruch mal Ihre Arbeiten durchgesehen. Nee. Das ist ja vollkommen, was ich da... Thema war ja Globalisierung. Ich konnte da kaum was... Bei einigen war es okay, aber bei den meisten konnte ich kaum korrigieren. Ich habe extra das mal mitgebracht. Es war einige Beispiele. Zum Beispiel kommt da jemand auf das Einwanderungsgesetz zu sprechen und weist dann großspurig darauf hin, das muss man sich mal, dass die meisten ja, die zu uns gar nicht gewandert sind. Oder hier, nächste. Bitte, es geht, Sie lachen, lachen Sie ruhig, aber wie Sie die Prüfung schaffen. Erderwärmung beträfe auch Wasser. Wissen Sie, ich habe da, als ich das gelesen habe, nur noch darauf gewartet, dass jemand sagt, ja, wenn das so weitergeht mit dem Klima, dass die Fische, wenn überhaupt noch vorhanden, Bikini tragen und dass im Bodensee ein Rudel Hammerhaie, also das war so, oder hier, das dritte Beispiel, das sticht dem Fass den Hasen ins Gehirn. Hier, ich hatte Ihnen doch extra gesagt, informieren Sie sich. Der Teilbereich ist schwierig. Biopiraterie, meine Damen und Herren. Komplex genug. Da hat doch hier jemand versucht, ich weiß jetzt nicht, wer es von Ihnen, der weiß es ja selbst. Das lasse ich auch gleich mal rumgehen. Das ist unwahrscheinlich.
Er hat diese komplizierte Materie versucht, als Gleichnis in die Tierwelt. Hören Sie mal zu. Ich bin jetzt im Moment froh, dass ich gestohlen wurde. Also, ein Huhn hat ein Verhältnis mit einem Wanderfalken, allerdings Gott sei Dank nur rein sexuell. Das Huhn ist äußerst attraktiv. Es benutzt seit Jahren, ich traue mich das gar nicht hier öffentlich, zur Straffung der Federn, sogar im Intimbereich, ein Schönheitswässerchen, dessen geheime Tinktur ein großer Kosmetikkonzern Pygmäen im Amazonasgebiet entwendet und als ihr eigenes Patent, damit schließt er ab, konnte das Huhn allerdings nichts wissen. Es ist, oder, wirklich, was habe ich, hier, jemand hat, das war Höhepunkt, Biopiraterie, der Mann hat gar nichts verstanden, wenn im Bioladen Vermummte auftauchen, die mit gezogenen Pistolen von der Verkäuferin, die Verkäuferin anrufen, die gesamte rote Beete, aber zack, zack. Das hat doch nun wirklich nichts mit Bio. Ich habe nur noch darauf gewartet, dass irgendjemand sagt, Biopiraterie, ja, das sind kriminelle Seefahrer, die sich aber gesund ernähren. Es war ja, meine Damen und Herren, sowas habe ich noch nicht gesehen. Liebe Studenten, ich habe mich wirklich kugelrund geärgert und ich bitte Sie inständig, die Arbeiten stehen ja bald an, ich weiß nicht, wie Sie es schaffen wollen, machen Sie mir die Freude und lesen Sie das alles nochmal nach. Nicht? Ich recherchiere doch auch, bevor ich Ihnen irgendwas sage, teilweise. Nicht? Das sind alles äußerst wichtige Themen unserer Zeit. Man muss doch ein bisschen aufpassen. Sonst hat man nachher, ist man vollkommen, steht man da und ist vollkommen überrascht. Ah! Ach so. Du bist es. Unsere Welt ist derartig in Bewegung. Alles löst sich, neue Formationen. Mich macht das alles zum Beispiel. Ich bin sonst total ruhig. Aber ich warte im Moment doch nur noch darauf, schon seit Monaten eigentlich, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, in der Tagesschau gekocht wird. Ich hätte ein Hemd und eine Krawatte gefunden. Kann das sein, dass das, das ist meins? Das ist meins. Das ist aber wirklich meins. Grüßen Sie. Sie sind Herr Pelzig, nicht? Ja. Ja, das ist aber mal eine erfreuliche Einweisung bei uns. Feine Sache. Nein, ich bin nur zu Besuch da. Ich wollte nicht bleiben. Nein, ich bin gekommen, weil ich habe so viele Fragen und ich habe gedacht, in Ihrer Anstalt kriege ich vielleicht ein paar Antworten. Übrigens, unbedingt. Nicht wahr? Hier bekommen Sie jede Menge. Zum Beispiel, ich könnte Ihnen die Frage stellen, wenn ein 68er Mann. Moment mal, jetzt mal langsam. Was ist hier? Was geht hier eigentlich ab? Hier bin ich der Chef. Um was geht's denn hier eigentlich? Ja, also ich habe mich mal mit Sucht beschäftigt. Also nicht persönlich, sondern mit Sammelsucht, mit sammelsüchtigen Menschen. Ja. Also Messis. Ganz genau, aber es ist eine spezielle Form von Sammelsucht. Ja. Ja, also wir gehen in der Anstalt in diesem Fall davon aus, dass der Stationsleiter das gerne selber erklärt. Wir hier in der Anstalt gehen in diesem Fall von einer oralen Schädigung in der frühen Kindheit aus. Also um das für Sie jetzt mal vielleicht etwas, was man als Kind nicht in sich hat reinstopfen können, will man später irgendwie kompensieren Gemüse. Oder so. Aha. Übrigens, ich hatte mal einen Nachbarn, der hat Joghurtbecher gesammelt und zwar 80.000 Stück. Das war wirklich, der war den ganzen Tag damit beschäftigt, die permanent durchzuzählen. Ja, ja, das wäre dann aber Kontroll- und Ordnungszwang. Der ist hinterher verhungert, nicht? Weil er die Tür vom Eisschrank nicht mehr auf, vor lauter Joghurtbecher. Das war ja sowas, habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Ich will da gar nicht mehr. Ich muss auch jetzt mal los wegen der Sachen. Also, Bei Kontroll- und Ordnungszwang gehen wir in unserer Anstalt davon aus, dass es sich um eine anale Schädigung der frühen Kindheit handelt. Ja, Entschuldigung.
Also um für Sie noch einmal, ja. Was man damals nicht rechtzeitig hat loswerden können, will man später wenigstens anständig aufräumen. Aha. Ja, und sagen Sie, wie ist es, wenn das jetzt beides zusammenkommt? Also praktisch Sammelsucht und Kontrollsucht, also oral und anal. Das, Sie wollen über Schäuble reden, nicht? Ja, so, jetzt. Ich wusste, Sie verstehen mich, Herr Dombrowski. Schauen Sie mal, es ist doch, ich verstehe es nämlich nicht mehr. Ja? In Deutschland werden ungefähr 20 Millionen Telefonate jedes Jahr heimlich abgehört. Ja, also seit Jahren, ja, da sind wir fast Weltmeister. Und also wird geschätzt, 20 Millionen wird geschätzt. Geschätzt? Ja, ja, geschätzt. Ja. Die genaue Zahl sagen Sie natürlich nicht, wegen Datenschutz. Und, und es geht ja noch weiter jetzt. Ausländerzentralregister, ja? Dann Vorratsdatenspeicherung. Die Mautdaten wollen Sie auch gern auswerten. Passbilder, Fingerabdrücke, Zeug. Der Schäuble ist ein Datenjunkie, ja? Und ich frage mich halt, warum macht er das? Weiß der was, was wir nicht wissen? Oder ist bei dem vielleicht, also sind wir alle so gefährdet? Oder ist bei dem das vielleicht doch nur oral? Also, worüber regen Sie sich jetzt konkret auf? Weil Schäuble sagt ja, wer nichts ausgefressen hat, muss auch den Staat nicht fürchten. Ja, ausgefressen, das ist ja wieder oral. Ja, ja gut, jetzt mal. Aber das Bundesverfassungsgericht, das kassiert doch ein Gesetz von Schäuble nach dem anderen. Das Bundesverfassungsgericht ist doch dem Schäuble wurscht. Man sagt, dann ändern wir das Grundgesetz. Leg mich doch am... Das ist anal, natürlich. Ja. Das ist dann anal. Ja, richtig. Ja. Total anal, aber ärgerlich. Auch wahr. Hören Sie mal, bei dem G8-Gipfel, da haben Sie jetzt schon Geruchsproben genommen von den Gegnern. Ja, das wäre ja sogar nasal. Ja. Ich verstehe das alles nicht mehr. Weil wissen Sie, ich bin ja eigentlich ein Staatsfreund. Staatsfreund, also noch. Ja, da müssen Sie sich unter Umständen bald umorientieren. Nicht? Weil Schäuble macht gerade aus dem Rechtsstaat einen Sicherheits- und Präventionsstaat. Ah, das habe ich auch schon gehört, ja. Aber was ist jetzt für Sie der Unterschied zwischen Rechtsstaat und Präventionsstaat? Gute Frage. Konkret. Konkret. Pass auf. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einer Firma, die hat ein Faxgerät. Ja. Nicht? Und da sind 200 Leute beschäftigt. Ja. Eines Tages wird dieses Faxgerät gestohlen. Ja. Bis die Polizei und die Justiz den Täter ermittelt haben, gelten alle 200 Angestellten als unschuldig. Das ist der Rechtsstaat. Und der Präventionsstaat? Beim Präventionsstaat, da ist das Faxgerät noch gar nicht gestohlen, aber die Polizei kommt trotzdem. So kann man sagen. Ach, verstehe. Ja, ja. Was sind Sie? Ja, ja, ja. Klar. Das ist ja logisch, weil es könnte ja jemand das Faxgerät stehlen. Richtig, ja. Genau so. Und dann hat der Chef wahrscheinlich bei der Polizei angerufen und hat gesagt, Sie müssen dringend kommen. In meiner Firma arbeiten 200 potenzielle Faxdiebe. 200 mögliche Verbrecher. Ja, und so tickt der Schäuble in seinen schlechteren Momenten. Ja. Der arme Kerl, der lebt ja in Deutschland praktisch unter 80 Millionen potenziellen Verbrechern. In Europa eine halbe Milliarde potenzielle kriminelle Hackfressen. Und mit diesem Gefühl fährt Wolfgang Schäuble jeden Morgen zur Arbeit. Das muss man menschlich sehen, da wäre ich auch scheiße drauf. Ja, ja natürlich. Ja, das. Sehr schön. Das haben Sie toll gemacht. Ich muss ehrlich sagen, Sie gefallen mir. Ja, danke, Sie gefallen mir auch. Aber hören Sie mal, Herr Dombrowski, was man ja jetzt nicht weiß, wie unsere Sicherheitsarchitekten, wie die so im Terrorkampf, also ich meine, wie stark die jetzt schon so oral und anal geschädigt sind. Ja, weil dieses Präventivprinzip, das kann man ja total erweitern. Also ich meine, wie soll ich sagen, Sie sind doch ein Autofahrer, oder? Ja, Sie sind ein Fußgängergefährder. Was? Sie haben noch keinen Tod gefahren, aber Sie könnten. Oh, ja, und Sie sind doch ein Mann, oder? Ja. Ja, Sie sind ein Frauengefährder. Was? Sie haben noch keine Frau vergewaltigt, aber Sie könnten. Nein, kann er nicht. Zumindest technisch, das steht fest. Das ist eine Geschmacklosigkeit auf meine Kosten. Und außerdem passt es überhaupt nicht hierher. Hören Sie sich doch. Da kommen wir zur Sache. Hören Sie sich doch. Ich bin ein unbescholtener Bürger. Ich bin ein unbescholtener Steuerzahler. Ja, ja. Ja, das sehen wir alle. Ja, Steuerzahler, Sie haben auch keine Steuern hinterzogen, aber Sie könnten. Und die Tatsache, dass Sie könnten, macht Sie für den Schäuble im Grunde viel interessanter, als wenn Sie schon hätten. Was? Ja. 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 Ja, weil
Weil wer hat, der hat, verstehen Sie? Und wenn Sie schon hätten, hätten Sie auch Rechte. Aber diese Rechte, glaube ich, gelten jetzt nicht unbedingt für die, die auch könnten, oder? Moment, jetzt langsam. Jetzt bringen Sie gar nicht durcheinander. Die Unschuldsvermutung, der Rechtsstaat, das sind die, die... Schon haben. Und die Schuldvermutung ist der Präventionsstaat, das sind die, die alle könnten. Oder? Ja, ja. Aber hören Sie mal, ja. Dann sind doch die, die wo könnten, im Grund viel schlechter dran als die, die wo schon haben. Also formal juristisch, ja. Ja. Ja, weil die, die wo schon haben, sind ja keine Gefährder mehr, sondern Täter. Und Täter haben Rechte. Ja. Und dann hat praktisch der untätige Gefährder im Präventionsstaat, ist der rechtloser als der bereits tätig gewordene Täter im Rechtsstaat, oder? Tätig formal juristisch ja sagen. Aber hören Sie mal, Herr Dombrowski, ja? Dann müssten wir ja formal juristisch allen Gefährdern dringend raten, jetzt terrortechnisch endlich tätig zu werden. Was? Ja, weil sich der Rechtsstaat gegenüber dem bereits tätig gewordenen Täter rechtsstaatlicher verhält als gegenüber dem untätigen Gefährder, also respektive dem nur gefährdenden tätigen Gefährder, aber künftigen, möglichen, mutmaßlichen, potenziellen, möglicherweise tätigen Täter. Sie schauen so komisch, das verstehen Sie nicht, gell? Nein. Ja. Ich auch nicht. Machen Sie es draus, Herr Dombrowski. Um das zu begreifen, muss man, glaube ich, Jurist sein oder sonst irgendwie einen oralen oder analen Schaden haben, ja? Also, das kann man gar nicht. Jetzt besser mal. Gut auch mit dem Tätere. Was denn? Wo ist er denn jetzt? Was denn? Ja, mein Espresso. Ja, hopp. Oh, der Chef in ihm erwacht wieder langsam. Ja, ich gehe ja schon. Ist ja schon gut. Ja, so, also. Ja, und Sie sputen sich jetzt auch ein bisschen. Jetzt ich habe sie für Sie organisiert. 5 Minuten Heilschweigen im tibetischen Trommelworkshop. Priol, wird jetzt Ihnen aus Ihrer oralen Kindheitsphase ein wenig rausgehelfen. Ne? Mal nicht so bambig. Ich wollte noch was zu Afrika sagen. Ich und Afrika, wir haben ja schon im... Afrika fällt wieder unter den Tisch. Was soll ich? Also, hör mal, Afrika ist seit dem Gipfel doch erledigt. Das Thema ist durch. Afrika ist nicht das. Angela macht es schon. Das mit dem Nahen Osten hat sie auch prima hingekriegt, oder? Weil unvergessen, was wurde sie hochgejubelt, als sie sich vor ein paar Monaten mal 4 Tage in Ägypten verehrt hatte von ihrem Chefeinspeichler in der Bildzeitung, Hugo Müller Fock, der unter dem schönen Kürzel Fock You schreibt. Des Kanzlerinnen-Zäpfchen. Und der hat allen Ernstes getitelt, bringt Angela Merkel Frieden für das Heilige Land. Gut, wenn man in Gaza so ganz hat es nie geklappt, obwohl sie damals schwer gedroht hat. Und hat gesagt, wenn ihr euch nicht vertragt, komme ich noch mal. Aber viele sagen ja zu Recht, immer mit dem Ausland, es wird ja höchste Zeit, dass man sie mal für ihre innenpolitischen Erfolge würdigt. Weil da hat er einiges... Und da ist ja, ich meine, also da hat sie schon, also da ist schon ganz schön viel, also das, also gefühlt war da, die Geburtenrate steigt und da bringt sich die Politik auch voll mit ein. Horst Seehofer, der Don Juan aus Ingolstadt, oh, was hat er sich gefreut, der Herrgott hat mir eine Tochter geschenkt. Das klang irgendwie so wie, der Storch hat sie mir gebracht. Ist ja, der windet sich wie ein Aal, den er mit seinem Thunfischabkommen schützen will. Weil er muss aufpassen, er will ja irgendwann die CSU führen. Und da ist er gewappnet. Oh, der hat ja alle Schubladen und Register gezogen. Na, wie Don Corleone. Ich weiß sehr viel. Da hat er blöderweise die Rechnung ohne Edmund Stoiber gemacht. Weil der hat nur mal, aber ich weiß alles. Also, es kann nicht sein, dass der Stab des Parteivorsitzes an jemanden weitergegeben wird, der seinen Stab nicht unter Kontrolle hat. Nein, das ist gut. Aber sonst super, alles toll. Nein, sonst innenpolitisch, man muss wirklich, ist alles super. Sie haben ja schon ausgerechnet, dass dank der Reformorgien werden wir Ende des Jahres 15 Euro netto mehr in der Tasche haben. Boah, da können wir es krachen lassen.
Ja, dürfen halt nicht mehr tanken bis dahin. Ob die sie sagt doch jedes Mal. Da hat ja ein Sinneswandel eingesetzt. Völlig überraschend hat die Bild-Zeitung neulich getitelt: Sind die Ölmultis schuld an den hohen Spritpreisen? Hä? Also von was für einem Baum der Erkenntnis habt denn ihr jetzt genascht? Jahrelang war das klar, immer so, wer ist schuld am teuren Sprit? Scheiß Rot-Grün, die mit ihren Drecks-Ökosteuer. Und jetzt nach 10 Jahren kommt die Springerpresse auf einmal drauf, dass Jürgen Trittin keine eigene Raffinerie besitzt. Chapeau! Aber ich bin Der Belzig hat ja vorhin recht gehabt. Es ist schon, also Afrika sollte man nicht so ganz unentisch. Also es war ja in Heiligendamm, es war ja auch ein Thema auf der Agenda, hat ja Angela gesagt. Es war ein Thema. Mehr allerdings nicht. Wir müssen auch aufhören, so zu tun, als ob es sozusagen Erlösungsereignisse gibt, die Welt von einem Tag auf den anderen besser machen. Ja, ne, das war doch unsere African Queen, ne? Da hat sie aber mal losgelegt. Nein, aber sie wollten ja alles. Sie haben ja, es muss auf der Agenda, haben gesagt, ja, beim Gipfel, wir wollen über die Bekämpfung der Armut. 120 Millionen Euro haben sie in Heiligendamm verschwendet, ne, um die Armut in Afrika zu bekämpfen. Allein der Zaun hat so viel gekostet, wie Burkina Faso in einem ganzen Jahr erwirtschaftet. Kein Wunder, dass sich auf dem schwarzen Kontinent alle in ihr Paddelboote setzen und losrudern. Und da ist eben Europa nervös und sagt, oh, wir sind ja nur 13 Kilometer weg. Wie schotten wir uns ab? So, was willst du denn machen, wenn ein ganzer Kontinent sagt, wir gehen jetzt wandern? Und zwar in eine Richtung, Nordic Walking. Da kannst du mal schon. Was wollen Sie denn jetzt noch? Kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Tag. Krämer, ja. Sebastian Krämer. Ja. Ich komme zum Vorsingen. Sie suchen jemanden für die Teestunde. Ja, ach schön, prima. Wusste ich gar nicht, macht nichts. Der Stationsleiter ist ein bisschen unpässlich heute, aber ja. Ich bin quasi seine rechte Hand. Wir können ach das so. Übernehmen. Ja. Das ist der berühmte Unterschied zwischen Sein und Haben. Oder? Wollen Sie mit mir diskutieren? Oder nein, ich will schon. Ja. Setzen Sie sich mal ans Klavier. Nicht? Haben Sie ein bisschen was Gesundheitspolitisches im Repertoire vielleicht? Ja. Ich habe einen sehr einfühlsamen Versuch, das Leid der Menschen ernst zu nehmen und trotzdem sachlich zu bleiben. Ich spiele es einfach mal vor. Ne? Ja. Raucher stinken, alles voll mit Rauch. Und selbst wenn sie mal nicht rauchen, stinken Raucher auch. Ja, das ist schön. Das hat so was Negatives, nicht? Das gefällt mir. Haben Sie noch mehr solche Lieder? Das ist ja noch nicht zu Ende an der Stelle. So. Allerdings ist das musikalische Material bereits vollständig entfaltet. Auch inhaltlich kommt nicht mehr viel dazu. Es wird nur noch ein bisschen variiert in 13 Strophen. Die Kleider von Rauchern stinken. Es stinkt, wo ein Raucher stand. Und wenn ein Raucher in einem Land wohnt, stinkt es in dem Land. Entschuldigen Sie mal, jetzt muss ich mal unterbrechen. Jetzt kämen praktisch noch 12 Strophen. Ja. Ja? Schauen Sie mal bitte auf die Uhr. Wir haben 7:57. Ich möchte auch gerne heute Abend noch was loswerden. Ja. Nicht? Also können Sie es irgendwie raffen, verdichten. Ja, ich versuche mich mal auf die wesentlichen Fakten zu beschränken. Ja, das wäre sehr günstig. Raucher brauchen jährlich Hunderte von Euros, um sie zu verrauchen. Und dann wundern sie sich, dass das Hartz-IV-Geld nicht reicht, wenn ihre Kinder Klamotten brauchen. Raucher sind willensschwach und kommen aus der Nummer nie raus. Aber körperlich sind sie auch nicht so leistungsfähig. Da gleicht sich ja wieder aus. Nicht immer, wenn ein Raucher hustet, muss das ein Raucherhusten sein. Und nicht immer, wenn ein Raucher noch ein Bein besitzt, ist es zwangsläufig ein Raucherbein. Aber immer, Moment, es ist der erste Teil einer strophenübergreifenden Argumentation. Aber immer, wenn einem ein Raucher einen Kuss gibt, ist das ein Raucherkuss. Es gibt darüber wenig Literatur, weil man es einfach erlebt haben muss. Raucher fragen immer, ob man Feuer hat. Du kannst 5 Jahre alt sein oder splitternackt, es ist einerlei. Warum habe ich jetzt immer, wenn ich das Haus verlasse, einen Flammenwerfer dabei? Raucher sterben früher. Doch wer sich jetzt davon verspricht, dass hier heute Abend die Luft noch mal besser wird, so schnell sterben die auch wieder nicht. Raucher wollen nicht diskriminiert werden. Sie sagen, das würde sie stören. Doch ich sag, hey, wenn man schon so lange diskriminiert wie ich, ist es echt schwer, damit aufzuhören. Ja, hören Sie jetzt, aber das, ja, aber... Das wäre jetzt. Das gut. Das,
Das kommt ja ganz gut an, aber die Zeit läuft uns davon. Können Sie irgendwie das abrunden gegen Ende? Vielleicht von mir aus auch ein bisschen was Versöhnliches. Das ist doch was Versöhnliches. Ja. Okay. Aber klar. Ich finde, wir sollten uns einfach alle so, wie wir sind, akzeptieren. Ihr dürft rauchen und alles voll stinken und mit euren Kippen das Grundwasser verpesten und die Tabakindustrie unterstützen und ich darf euch diskriminieren. Ja, so können wir es machen. Das ist nicht schlecht. Sehr schön. Also, das war nicht schlecht. Wir hören von uns. Ich gebe Bescheid. Aber deine Notiz, dann können Sie. Ja, das war. Ja. War eigentlich ganz in Ordnung, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, es interessiert mich nicht übermäßig, Rauchvergiftung. Mich als alten Menschen interessiert zum Beispiel sehr viel mehr sowas wie Salmonellenvergiftung. Haben Sie diesen merkwürdigen Fall, haben Sie das mitbekommen? Kürzlich in Fulda, nicht mysteriös. Erst 200 Salmonellenvergiftungen in einem Krankenhaus, kurz drauf in einem Altenheim nochmal 50. Und jetzt, seit gestern, 140 Leute in einem Seniorenheim in Sachsen-Anhalt. Das ist doch seltsam. In Fulda haben sie 14 Tage lang die Ursache nicht gefunden. Nach einer Woche haben sie schon angefangen, vorbeugend 1000 Bibeln an die Patienten zu verteilen. Nicht? Wahrscheinlich nennt man das Fulda-Prophylaxe oder sowas. Nicht ganz klar. Nee, ein Scherz. Nee, aber das Interessante an so einer Salmonellenvergiftung ist ja, dass sie als Todesursache eigentlich gar nicht existiert. Ganz selten. Das ist interessant. Nicht? Das ist so, die Salmonelle schwächt so einen Alten und irgendwas anderes gibt ihm dann einfach den Rest. Nicht? Die ungeklärte Todesfälle in deutschen Altersheimen haben zweistellige Wachstumsquoten. Wussten Sie das? Ich war übrigens mal im Heim. Nicht? 6 Wochen habe ich ja gekündigt. Nicht? Da war zum Beispiel auf der Speisekarte auffallend. Nicht? 3-mal die Woche Ei und am Wochenende Tiramisu. Nicht? Das ist, sehen Sie, ein misstrauischer Mensch könnte auf die Idee kommen, dass da die Salmonelle als Waffe eingesetzt wird. Nicht? Oder als Härtetest vielleicht. Das sehen Sie. Wer das überlebt, der muss robust sein und darf bleiben. In Fulda haben Sie zum Beispiel, wissen Sie heute eigentlich noch nicht, welche Delikatesse jetzt diesen Härtetest ausgemacht hat. Wissen Sie nicht oder interessiert Sie nicht? Kann ja auch sein, nicht? Ist Ihnen vielleicht egal. Gleichgültigkeit ist auch bei alten Menschen eine nicht nachweisbare Todesursache, nicht? 3 Löffel Sahnepudding und dann einfach liegen lassen. Mehr als 1 Minute ist für das Pflegepersonal beim Nachtischfüttern nicht zulässig. Nicht? Wenn Sie es mal praktisch wissen wollen, wie es ist, mal als Beispiel, nicht? Dann lassen Sie sich von Ihrer Frau mal 7 Minuten lang mit Gemüse und Kartoffelbrei vollstopfen. Dann kriegen Sie einen Eindruck vom Mittagessen im Heim. Nicht? Das könnte die Beziehung gefährden. Nicht? Also machen Sie es lieber nicht. Nicht? Also nicht, gerade kann ich Ihnen raten, das wäre ja blöd. Nicht? Gerade im Alter sind Sie ja gut dran mit einer Frau. Nicht? Solange Sie eine Frau haben, brauchen Sie ja gar nicht ins Heim. Nicht? Das ist ja das Praktische an der Frau, nicht, dass sie so eine sanitäre Ader hat. Nicht? Das ist eine feine Sache. Ja, ich sage das immer schon. Ich sage immer, das hat der liebe Gott auch fein eingerichtet, dass die Frauen länger halten. Dass sie älter werden. Nicht? Das ist praktisch. Nicht? Also von daher, machen Sie das Experiment lieber nicht. Sind Sie nett zu ihr, in Ihrem Alter noch mal eine neue Suche? Das wird doch peinlich. Das hat keinen Sinn. Übrigens, was ich noch an der Stelle vielleicht sagen könnte, meine Damen und Herren, die Reform zur Rettung unseres bankrotten Pflegefinanzierungssystems ist gestern Abend von der Großen Koalition in ihrem Gespräch zu Grabe getragen worden. Und das war in dem Fall dann keine Gleichgültigkeit. Das war dann Verantwortungslosigkeit gegenüber den Alten, gegenüber den Wählern, nicht? Die nämlich diese große Koalition erzwungen haben, damit genau solche Grundsatzprobleme in unserem Land gelöst werden. Nicht eine ganze Generation von Wählern, die im Land herumjagen, hinter jedem Job hinterherrennen und ihre Eltern, die ihnen diese großartige Berufskarriere ermöglicht haben, verrotten in unterfinanzierten Altersheimen. Nicht? Und da braucht doch im Grunde genommen, wenn man sich das betrachtet, was da getrieben wird, nicht wundern, wenn wir eine neue Linke haben. Die müssen noch nicht mal ein Programm schreiben. Das können sie sich sparen. Da muss die neue Koalition nur so weitermachen, nicht wahr? Und über den Niederungen der regierenden Verantwortungslosigkeit, da schwebt dann die ambitionierte, thronende, allseits beliebte Angela Merkel. So, das ist doch mal los. Hören Sie doch endlich mal auf. Nein, das ist nicht richtig. Jetzt kommen Sie hier schon wieder mit dieser. Ach, nein, Sie haben ja recht. Nein, entschuldigen Sie. Nein, Herr Prior, das war dumm von mir. Ich wollte nicht damit wieder anfangen. Es ist ja, wir müssen weg davon, Sie haben recht. Ich muss es doch mal aufhören, dieses Horium von diesen watschelnden Worthülsen. Nichts, das muss irgendwann mal stören. Haben Sie es gehört, was Sie eben gesagt haben?
Das ist das Problem. Passen Sie auf, haben Sie es gehört eben? Das ist diese zwanghafte Wiederholung einer Verbalinjurie, ja, die aus Ihnen herausbricht. So. Merken Sie das nicht? Ja, doch, nein. Diese pointiert, ja, feindselige Substantiv, ja, perseveriert mit einem abwertenden Adjektiv. Ja, ja, also es reicht aber doch nicht. Wie viel braucht es denn noch? Wie viele Adjektive? 2, 3, 5? Irgendwann muss die Alte doch mal auffliegen. Nein, nein, Sie müssen davon wegkommen, dass Sie so tun, als ob es Erlösungsereignisse geben könnte, die die Welt von einem Tag auf den anderen ändern könnten. Sie wollen mich fertig machen jetzt, oder? Wieso denn? Das ist wörtlich das, was Angela Merkel auf dem Kirchentag gesagt hat. Um Gottes Willen. Oh, das ist mir aber unangenehm. Aber es kann doch gar nicht sein. Sie hat doch ein paar Stunden davor erst noch auf dem Gipfel gesagt, es ist 5:12, es muss konkret gehandelt werden. Ja, das ist doch ihre Masche. Das ist immer schön im Ungefähren bleiben, diese blenden, unverbindliche Blendgranate, diese selbsternannte Jeanne d'Arc des Klimaschutzes, diese scheinheilige Mutter Teresa der Armenspeisung. Ganz ruhig, ganz ruhig. Beantworten Sie meine Frage. Ich verstehe es auch nicht. Wie macht diese Frau das? Sie ist doch gar nicht sie. Da, bei ihrer Wahl saßen sie doch alle oben. Elisa von Fürstenberg, die Christiansen, Friede Springer, ihr Natterngezücht, das die Fäden zieht, an denen sie hängt. Und da ist ihre Büroleiterin noch gar nicht dabei. Oh. Jetzt habe ich eine Idee. Vielleicht ist es gar nicht Angela Merkel. Vielleicht ist es was Allgemeines, dass sie so auf Frauen reagieren. Kann das nicht sein? Sie haben doch, dass Sie immer so ein Erregungspotenzial produzieren. Quatsch, das ist völliger Blödsinn. Da hat übrigens vorhin hier ein sehr weiser Mann noch gesagt, es ist nicht alles Trübsal. Nein, jetzt bleiben Sie mal. Jetzt bleiben Sie mal bei sich, nicht über andere reden. Ich meine es ja auch politisch mit Frauen. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Claudia Roth. Oh. Ja. Ja, gut, das war jetzt auch kein gutes Beispiel. Andrea Nahles. Oh. Ja, ist ein noch schlechteres Beispiel. Irgendjemand ist. Westerwelle? Entschuldigung, bin schon ganz durcheinander. Wahrscheinlich hat es mit Frauen überhaupt nichts zu tun. Natürlich nicht, es sind die Mädchen. Was, die Mädchen? Die Mädchen, um Gottes Willen. Sie haben ein Problem mit Mädchen. Die Medien. Bildbunte, ja, ihre Marketingabteilung, die ihre Hofberichterstatter gibt, ja, beim Gipfel. Franz Josef Wagner, Post von Wagner in der Bildzeitung. Der hat sich ja den Heiligen Damm eins für sie abgegipfelt. Vom DDR-Aschenbrödel zur Weltführerin. Was? Einst gab es keine Bananen und es gab keine Hoffnung, kein Licht. Und jetzt, ein träumendes Mädchen wacht auf und wird zum Giganten der Menschheit. So früher, moin, habe ich mir noch nie ein Bier aufgemacht. Sagen Sie. Läuft der noch frei rum? Ja, ja, ihr ganzen anderen Speichellecker doch auch. Da diese halbseitigen Wirtschaftsgrößen, die sich irgendwann gefragt haben, was machen wir? Gehen wir in U-Haft oder werden wir Berater im Kanzleramt? Ja, ja, die Männer liegen ihr doch zu Füßen. Ja, 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 zuzüglich der, die sie alle erledigt hat. Ja. Die Toten, die da am Wegesrand rumliegen. Ja, da sind doch alle dabei. Schäuble, Kohl, Schröder, Merz, Stoiber, Oettinger. Deswegen mache ich mir ja so Sorgen, wissen Sie? Weil sie sich bei ihr so emotional einbringen. Mich nicht. Wie soll das mit der Frau noch weitergehen? Das übliche halt, gibt es bei Ehrendoktortitel, dann kommt der Friedensnobelpreis. Nein, den kriegt Kohl. Na und, Kohl nimmt sie wieder weg, ist doch völlig wurscht. Dann als Krönung Bambi. Was? Bambi. Natürlich. Bambi. Das ist es. Das Bambi. Was steckt hinter dem Bambi? Das goldene Bambi. Wer verleiht es? Die Bunte. Was ist hinter der Bunten? Burda. Was steckt hinter Burda? Das Kapital. Man sagt ja auch, das Kapital, das ist das scheue Reh. Das goldene Bambi ist das scheue Reh des Kapitals. Und das krönt sich selber und adelt sich mit einer Königin der Herzen. Ja. Das ist die Lösung. Und Franz Josef Wagner wird schreiben, bitte Hoheit, führen Sie uns alle in den Tunnel am Ende des Lichts. Was? Aber fahren Sie nie nach. Das ist ja nicht zusammen. Was? Aber fahren Sie nie nach Paris. Fahren Sie nie nach Paris, das ist gut. Ich merke, sie kommt wieder in Schwung langsam. Da kann ich ja mal gehen jetzt. Ist übrigens kalt jetzt. Was? Der Espresso. Ja, das tut mir leid, ist aber jetzt auch egal. Und Finger weg von meinem Lift. Oh,
Das haben Sie jetzt aber schön gesagt. Gott sei Dank, Sie wären endlich wieder der Alte. Es war aber auch Zeit. Ja, Zeit, das ist ein gutes Stichwort, denn die haben wir jetzt gar nicht mehr. Es ist schon 23 Uhr, 6 Minuten und 12 Sekunden. Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Heute mit Piet Glocke, Frank Markus Barwasser, Sebastian Krämer. Die nächste Sendung ist nach unserer therapiefreien Zeit am 18. September, wie immer, um 22.15 Uhr, direkt live nach dem Heute-Journal. Begleiten Sie mich auf ein neues Abenteuer Wissen.